Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein und wir sind im Sanatorium und sprechen jetzt mit Oberwärter Ethelmoor und fragen ihn mal, ob er so einen komischen Adligen, einer, der sich quasi selbst eingeliefert, ob er den kennt. Oh ja. Ah, der Wächter, was führt dich hierher? Ihr könntet ein Mitglied des bleiernen Schlüssels in eurer Mitte haben. Ethelmoor stöhnt und der Stein um ihn herum bebt. Ich hätte darauf verzichten können, das zu hören. Wie oft haben sie sich in unsere Angelegenheit eingemischt? Natürlich kann man selten sicher sein, ob sie die Finger im Spiel hatten oder ob das Unglück von allein zugeschlagen hat. Aber einige ihrer weniger fähigen Infiltratoren wurden hin und wieder enttarnt. Sie sind ein konstantes Ärgernis. Ah, auch er kann mit den bleiernen Schlüssel offenbar wenig anfangen. Erneut muss ich bemerken, wie neidisch ich auf deine Gaben bin. Sie sind gewiss äußerst nützlich, wenn man seine Identität bestätigen möchte. Du stehst ebenfalls im Zwist mit dem bleiernen Schlüssel, nehme ich an? Ja, sie führen etwas im Schild und ich will herausfinden, was. Sie führen immer etwas im Schilde. Dessen kannst du dir gewiss sein. Wenn du in ihren Plänen eine Rolle spielst, so hast du mein vollstes Mitgefühl. Ach, vielen Dank. Hast du einen Hinweis, wer diese Person sein könnte? Ich nehme an, dass es ein Patient ist. Genau, das ist ja unsere Vermutung. Also gut, in diesem Fall würde ich empfehlen, dass du zunächst mit unseren Beseelern sprichst. Sie haben regelmäßig mit Patienten wie auch mit Kollegen zu tun. Du findest sie hier oben oder in ihren Büros unten. Du wirst mir alles Verdächtige sofort melden. Das ist meine einzige Bedingung. Gut. Sehr schön. Das ist ja schon mal hilfreich. Hier oben oder unten. Gucken wir erstmal nochmal oben rum. Outmer, der war doch auch Beseeler, ne? Ich glaube, das haben wir schon gefragt, ne? Ist dir etwa irgendwas Ungewöhnliches oder Verdächtiges vorgefallen? Er schüttelt seinen Kopf. Hier oben sicherlich nicht. Wir dürfen keine Besucher oder potenziellen Kunden verschrecken. Er spricht leise. Aber unten finden die esoterischen Forschungen statt. Ich würde mit den Beseelern dort sprechen. Ah, okay. Also runter. Ich denke, das war der entscheidende Hinweis. Wir können ja nochmal sicherheitshalber hier oben reingucken. Diese Dame. Ah ja, hier. Nahns muster dich mit klaren, intelligenten Augen. Kann ich dir sonst noch bei etwas helfen? Ja, ich untersuche die Möglichkeit, dass der bleierne Schlüssel sich ins Sanatorium eingeschlichen hat. Hast du etwas Verdächtiges gesehen? Oh, ich fürchte, ich bin zu sehr mit meinen Forschungen beschäftigt, um zu bemerken, was um mich herum vor sich geht. Aber vielleicht weiß einer der anderen Beseele etwas. Na gut, okay, das war jetzt auch nicht sehr von Erfolg gekrönt. Ich glaube, hier sind keine besonderen Beseele. Insofern marschieren wir jetzt mal runter in diese doch ziemlich gruseligen Keller des Sanatoriums. Okay, sicherheitshalber gleich mal abspeichern. Ich gucke mal. Ah ja, hier waren irgendwie vier Zimmer. Und hier waren wir noch nicht drin. Ich glaube, weil da die Tür zu war. Auf der Karte sah jetzt so aus, als wäre sie auf gewesen. Ach ja, hier ist Bella Seeg. Wir sprechen mit ihr. Ne, hier ist nichts Neues. Hier unten war dieser Meerwald, oder wie hieß? Ach nee, Modrit. Meerwald war ja völlig anderer. Jetzt war ich auf dem falschen Trip. So, hier waren wir auch schon drin. Hier ist nichts. Aber die Tür ist jetzt auf. Die war vorhin zu. Das letzte Mal kann ich mich erinnern. Ah, Ripley. Okay, vielleicht schleifen wir hier nochmal kurz in die Ecken. Ist hier noch ein Buch, was wir uns klauen können? Notiz von Aso. Scheint kein Diebstahl zu sein, insofern gucken wir uns sie zumindest mal an. Ripley, für mein nächstes Experiment brauche ich noch mehr Kupferröhren. Besorg sie dir nicht aus den Vorräten des Sanatoriums. Ich habe jetzt keine Zeit für die unausweichlichen Fragen des Oberaufsehers.
Wow, was ist hier los? Kaltmann Aso. Das Ding nehmen wir doch glatt mal mit. Okay. Gut. Dann sprechen wir mal mit Ripley. Eine junge Orlanerin. Aha. Lässt ihre Finger über die Buchrücken vor sich streifen. Reihe um Reihe, ihre Bewegung schnell und abrupt, wie die eines Vogels. Sie bemerkt dich erst, als du sie fast erreicht hast. Huch, du hast mich erschreckt. Hast du die Erlaubnis, hier zu sein? Tja, klar. Was tust du hier? Hauptsächlich helfe ich Meister Aso dabei, seine Ausrüstung vorzubereiten und zu reinigen. Außerdem organisiere ich sein Büro, da er zu beschäftigt ist, um es selbst zu tun. Wenn das alles war, ich muss mich wieder an die Arbeit machen. Leute, ich will mit dem Beseeler sprechen. Warum konntest du mir jetzt nicht helfen? Können wir jetzt hier rein? Wir brauchen einen Schlüssel. Haben wir den? Nee. Können wir mit denen hier reden? Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal Befehle von einer sprechenden Statue entgegennehme. Ja, tolle Info. Ich will hier rein. Habe ich irgendwas verpasst? Das war diese Geschichte mit der... Ah, wir können ihm noch sagen, dass Helig tot ist. Endgültig. Mordred atmet lange aus. Dann bin ich beruhigt. Du hast der Beseelung einen großen Dienst erwiesen, dem Sanatorium und mir. Danke sehr. Naja, ich habe gern geholfen. Leb wohl. So richtig gern habe ich das nicht gemacht. Aber er bringt uns hier auch nicht weiter. Ich meinte, wir haben jetzt diesen Questgegenstand mit diesen Kupferdingern. Vielleicht müssen wir oben jetzt den Oberwächter informieren, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Das könnte natürlich ein Indiz sein. Aber was uns das so weiterhilft, bin mir nicht ganz klar, weil es ging doch eigentlich um einen Patienten und nicht um einen Beseeler. Das verstehe ich nicht ganz. Sprechen wir nochmal. Ah, hast du etwas Interessantes erfahren? Vielleicht. Führt Kaltmann also Experimente an den Patienten hier aus? Experimente? Kaltmann Aso ist jetzt für das Wohlergehen der Patienten zuständig. Er ist nicht mehr befugt, Experimente auszuführen. Ich bin enttäuscht von Kaltmann. Ich hätte gehofft, er könnte deine Ermittlungen weiterbringen. Er ist gewiss in seinem Büro oder auf einer der Patientenstationen. Ich gewähre dir sofortigen Zugang, damit du ihn finden kannst. Du wirst dich gewiss mit ihm noch weiter über diese Angelegenheit unterhalten wollen. Und ich zumindest bin äußerst neugierig, was er zu sagen hat. Sei vorsichtig auf den Stationen, es gibt dort einige gefährliche Fälle. Außerdem bitte ich dich, versuche, die Patienten nicht unnötig aufzuregen. Sie haben schon genug Sorgen. Okay, wir können jetzt unten rein, vermute ich mal, in die richtige Station. Das finde ich so gruselig, da unten, boah, im Keller von so einem Sanatorium, die Verrückten, bei denen diese ganzen Beseelungsaktionen schiefgelaufen sind. Ich will gar nicht wissen, was da jetzt alles für Freaks eingesperrt sind. Und wahrscheinlich sind die Beseeler selbst nicht minder verrückt. Oder zumindest nicht minder freakig. Aha! Der Oberwärter sagt, du darfst hinein, aber sei vorsichtig. Okay. Kommt es etwa jetzt hier zu einem Kampf im Keller des Sanatoriums? Man sollte lieber die Beseeler in Käfige stecken als ihre Patienten. Genau, meine Rede. Was haben wir denn hier? Fleischkonstrukt. Sanatoriumwächter. Und hier ist Freiroll. Sprechen wir erstmal mit dem Typen. Oha, das wird interessant. Also, Freiroll. Die Wirbelsäule dieser Frau ist krumm, weshalb sie vornüber gebeugt steht. Ihre fettigen Haare hängen wie Ranken über ihre großen Augen. Sie lächelt dich an. Du besuchst sicher jemanden. Dann bemerkt sie, wie du aussiehst und fügt hinzu. Ein freundschaftlicher Besuch, hoffe ich. Ist das nun eigentlich ein Patient oder ist das
Ist das eine von den Verrückten? Die haben die tatsächlich hier in so einer riesigen, in so einem riesigen Bereich eingesperrt und können die frei rumlaufen? Weißt du, wo ich Catman Azo finden könnte? Ich glaube, ich habe ihn heute schon gesehen. Hast du im Laboratorium nachgesehen? Es liegt direkt neben seinem Büro. Er hält sich zurzeit meistens dort auf. Ja, das habe ich schon geahnt. Benimmt sich jemand von den Patienten in letzter Zeit ungewöhnlich? Ich glaube, diese Frage ist ziemlich bescheuert, aber wir stellen sie trotzdem. Nun ja, Batexa erlebt immer wieder einen Mord, den sie vor mehr als 5 Lebzeiten begangen hat. Edelmann, er hat angeblich nur eine halbe Seele. Er wurde gefunden, wie er die Gesichter anderer gesammelt hat, weil er glaubt, sein eigenes sei eben nicht sein eigenes. Gram spricht in einer Sprache, die keiner versteht und schreit nachts oft. Ich meinte anders, als sie sich sonst verhalten, meine ich. Nun ja, ich denke schon, aber nichts, wofür sie sich nicht freiwillig gemeldet haben. Meister Azo hat uns wissen lassen, dass einige Patienten aus der Nordstation sich freiwillig für eine neue Therapie gemeldet haben und für die Behandlung in dieses Laboratorium geführt werden würden. In der Nordstation behandeln wir unsere schwierigsten Fälle. Ich bin froh, dass einige von ihnen entschieden haben, sich helfen zu lassen. Seit die neue Therapie begonnen hat, scheint es dort ruhiger zu sein. Oh Gott, mir schwant ja das Schlimmste. Oh Gott. Gram nehmen sie am häufigsten mit. Er wehrt sich, aber er war schon immer recht wild. Na toll. Kann ich die Nordstation besuchen? Sie halten die Patienten isoliert. Ich glaube nicht, dass die Wachen je einen Besucher eingelassen haben. Frag einfach Meister Azo. Du könntest ihn fragen. Er hat sehr viel Mitgefühl. Oh ja, den Eindruck habe ich auch. Was weißt du über diesen Beseeler namens Azo? Oh, ich mag ihn sehr gern. Viele Beseeler scheren sich nicht um ihre Patienten. Für sie sind wir nichts als Versuchskaninchen für ihre Experimente. Ja, also Freyol ist auch Patient, jetzt wissen wir es. Aber Meister Azo behandelt uns wie Menschen, selbst die Schwerstkranken. Man spürt, dass er den Menschen helfen will. Er hat mir geholfen, sehr vieles über mich selbst zu verstehen. Und nicht nur mir, das weiß ich. Es ist ein Jammer, was sie ihm angetan haben. Er verbirgt es gut, aber ich weiß, dass es ihm noch immer zu schaffen macht. Was ist mit Azo passiert? Freyols Augen huschen hin und her und ihre Stimme senkt sich zu einem kaum hörbaren Flüstern. Sie reden nicht gern darüber, aber es gab einen Unfall. Er galt als einer der klügsten Köpfe im ganzen Dürwald. Dieser Ruf war es, der mich dazu gebracht hat, mich hier in Behandlung zu geben. Oh, ist das möglicherweise schon unser Kandidat hier? Oder Kandidatin? Die Leute sagen, sein Ego habe ihn dazu getrieben, das Vermächtnis lösen zu wollen. Aber das ist Unsinn. Auch wenn er ein kleiner Prahlhans war. Er liebt seine Heimat. Er dachte, er könne helfen. Er sprach nicht viel über seine Arbeit. Er glaubte, seine Kollegen könnten versuchen, sie zu stehlen. Aber er sagte mir einmal, dass er einen Weg gefunden habe, eine Seele zu erschaffen. Oha. Keine echte Seele allerdings. Wie hat er es ausgedrückt? Ein Stellvertreter, sagte er. Er hatte eine Maschine, die Energie aus dem Äther selbst ziehen konnte. Ist das zu glauben? Er wollte dadurch helfen, das Vermächtnis zu bewältigen. Er wollte es leichter machen, Hohlgeburten zu lieben und zu pflegen. Die Götter wissen, dass wir das brauchen könnten. Weißt du, wie man diese leeren kleinen Säuglinge in Ondras Geschenk nennt? Ich glaube, ja, das habe ich schon mal gehört, ne? Wenn du einfach ausreden könntest. Wie dem auch sei, Meister Azo hatte eine öffentliche Demonstration seiner Arbeit in Kupferweg geplant. Er war so aufgeregt. Und dann am nächsten Tag hatte er sich in sein Büro eingesperrt. Er schickte alle Besucher fort und empfing keine Patienten mehr. Ich weiß nicht genau, was passiert ist und ich wage es nicht, ihn zu fragen. Aber ich bin froh, dass sie ihm wieder erlauben, Patienten zu behandeln. Und warum bist du hier? Ihre Wangen erröten hinter ihrem Vorhang aus Haaren. Das will ich nicht sagen. Du würdest mich verabscheuen. du kannst, ich werde auch verrückt. Ja, mach dir deswegen keine Sorgen. Die letzten Jahre waren nicht gut zu mir. Sie waren zu niemandem gut. Ich versuche, es nicht persönlich zu nehmen. Ich habe meinen Mann und beide Jungen im Krieg des Heiligen verloren. Meine Tochter, das Vermächtnis nahm sie mir
ehe sie je mein war. Ich habe irgendwie weitergemacht. Was soll man sonst tun? Ich bin in ein winziges Loch in Ondras Geschenk gezogen, habe mich mit dem Flicken von Kleidung und notfalls mit Betteln durchgeschlagen, aber ich war am Leben und die Götter wachten über mich. Damit konnte ich leben. Dann, eines Tages, kommt eine Adlige herein, will ein teures Kleid flicken lassen. Ein wunderschönes Ding, in einem Blau, wie ich es noch nie gesehen hatte. Nur hatte ich das doch. Ich sah es an und es erinnerte mich an etwas. Ich hatte das, was man eine Erweckung nennt. Ich erinnerte mich daran, in einem anderen Leben selbst eine Adlige gewesen zu sein. Die Menschen verhätschelten mich, die Männer verhätschelten mich, mich. Das beste Essen, das wunderschönste Haus, alles, wovon man nie zu träumen wagen würde. Ich hatte es alles. Es war Gift, das zu wissen. Alle diese Dinge, die ich gehabt hatte in diesem Leben, aber nie haben würde. Es hat etwas in mir verändert. Mein Essen schmeckte nicht mehr. Die Wände in meinem kleinen Zimmer schienen immer enger zu werden. Ich konnte in meinem eigenen Bett nicht mehr schlafen. Also kam ich hierher. Ansonsten wäre ich wohl in ein Gutshaus eingebrochen und hätte angefangen, Bedienstete zu befehligen. Es wirkt so albern und töricht, sich deswegen den Kopf zu zerbrechen, das musst du mir nicht sagen. Aber ich komme nicht darüber hinweg. Und ich fange an, mich zu fragen, haben die Götter dieses Leben für mich vorgesehen? Und wenn ja, was muss ich Schreckliches getan haben, um das zu verdienen? Tja, sagen wir jetzt mal etwas Erheiterndes. Oder sind wir ganz nüchtern rational? Ja, sind wir mal so. Wally ist so ein bisschen... Wally ist nicht so metaphysisch drauf und mystisch. Du hattest vorhin recht. Man kann nichts tun, als damit zu leben. Das hat mich weitermachen lassen, aber es ist nicht einfacher geworden. Und das ist einfach ein Jammer. Okay, gut, da haben wir ein bisschen Einblick hier in diese Zustände bekommen. Jetzt schauen wir uns mal um. Hier ist ein Wächter und ein Fleischkonstrukt. Kann man mit dem auch sprechen? Das wäre doch mal was. Kurz mal abspeichern. Das Konstrukt wendet seinen Kopf zu dir und betrachtet dich argwöhnisch. Okay, gucken wir mal weiter. Hier auch so ein Konstrukt. Oha, da mag man ja gar nicht so nah rangehen. Oh Gott, hier geht das immer weiter. Was ist denn das hier für eine... Was sind denn das hier für Zustände? Ist das hier ein Sanatorium oder was? Lässt es uns da durch? Oh, hier sieht es ja wieder ein bisschen... Gott sei Dank sind hier überall Wächter, die im Notfall eingreifen könnten. Oh, das könnte hier sowas wie das Büro sein. Na, wir gucken uns erstmal noch hier ein bisschen weiter um. Was ist hier los? Das ist eine Tür. Sieht aus wie eine Tür, ne? Mensch, wir schleichen ja gar nicht. Das ist ja ärgerlich. Wer weiß, was wir schon verpasst haben. Das kommt dabei, weil jetzt ohne den Mod das Schleichen so extrem langsam ist. Es ist ein bisschen langwierig. Das Ganze... Okay, hier scheint ja irgendwo dieser Nordbereich zu sein. Da brauchen wir einen Schlüssel für. Ich habe es schon geahnt. Dann gehen wir nochmal in den großen Raum. Zurück, gucken, ob hier noch was ist. Patienten. Die Oberfläche dieses Tisches ist mit krummen Strichlisten aus Kreide bedeckt. Na schön. Und hier in dem Fass ein bisschen Bier. Warum nehme ich eigentlich von hier Bier mit? Ist auch irgendwie ein bisschen komisch, ne? Auf diesen verzogenen Brettern befinden sich tiefe Furchen. Ihre Abstände lassen auf die Fingernägel von Menschen oder Elfen zurückschließen. Oh Gott, die Ärmsten. Gut, hier unten scheint es nicht weiterzugehen. Wir gucken nochmal diese Ecke hier ab. Oh doch, hier ist noch eine Tür. Was ist denn das hier noch für ein Bereich? Ah, das sieht aus wie ein bisschen das Laboratorium. Gott, was für ein Riesengebiet hier.
Hier sind irgendwelche einzelnen Zellen. Aber ohne Türen. Was das wohl zu bedeuten hat. Wir gucken überall mal kurz rein. Ob wir noch was Auffälliges finden. Da fummelt irgendein Patient rum. Dass die alle so frei rumlaufen dürfen. Ich will die gar nicht ansprechen. Hier ist auch noch eine Extrakammer. Ach Gott, hier sind auch noch mal so eine kleinen Kammern. Naja, wir müssen schon mal überall kurz reinduschern. Um sicherzugehen, dass wir hier keinen verpassen. Überall könnte ja unser Zielobjekt, so möchte ich es jetzt mal nennen, sein. Und wir haben ein verstecktes Objekt gefunden und hier oben ein normaler Patient. Mal gucken, was wir hier finden. Weißblatt. Wieder Fleischkonstrukt. Okay. Gut, dann gehen wir mal hier vorbei. Und, liebe Freunde, erstmal beenden wir hier diese kleine Exkursion dieses Gebietes. Ich denke, hier unten ist ein Zimmer, wo wir reingehen können. Hier. Und, tja, dann werden wir diesen komischen Typen, diesen, ich weiß gar nicht, hieß er Aso? Aso. Den werden wir ganz sicher in einem der beiden Zimmer finden. Und ich bin echt gespannt, was hier unten noch auf uns warten wird. Es ist ganz schön gruselig, wie ich finde. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinwallen.